So, da sind wir wieder. Letztens war es ja relativ kurz. Hoffentlich etwas heute länger, je nachdem, wie ich mich fühle. Aber ja, starten wir mal direkt. Ne? Wir spielen wieder Jill. Weil wir letztes Jahr mit Garenos gespielt haben und wir jetzt nach dem Unfall wieder, ne? Jill anfassen können. Oh, hat sich falsch gemacht. Ich meine, Jill wieder spielen können. Upsi Daisy, so habe ich nicht gemeint, Freunde. Es tut mir leid. Aber ja, Sie verstehen, was ich meine. Hier ist nichts. Okay. Eventuell ein Gegner. Nicht nur einer. Potenziell drei bis vier. Weil den traue ich nicht. Da, siehst du, ich wusste, dass jemand da rauskommt. Das Problem ist, ich habe nicht so viel Muni. Muni, 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 Muni. Na? Oh, ich habe mit einem Schuss zwei getötet. Das ist ja geil. Getötet vor allem. Ja. Schnell durch. Sehr schön. Sonst ist hier nichts, ja. Oh, warte mal kurz. Ich habe eine Sache vergessen. Es tut mir leid, Freunde. Ich bin halt sehr schusselig und dusselig. Genau wie heute, als ich joggen war. Oh mein Gott. Musste ich unterwegs pinkeln, habe ich einfach so einen scheiß E-Scooter nach Hause genommen für die 600 restlichen Meter, weil ich die nicht mehr einhalten konnte. Das war ziemlich peinlich, aber ja. So. Dann wollen wir mal hier. Schauen. Alter! So. Ah, es besiegen die zwei Gegner mit einem einzigen Schuss. Ja, geil. Leider habe ich nicht mehr so viel Muni. Ich hätte gerne ein bisschen mehr, du. Ich hätte doch auch einfach spielen sollen. Nun, ja. Hier hoch. Ich brauche Munition, bitte. Was zur Hölle, Mann? Der lebt ja immer noch. Der Kreaturen kommen. Ja, warte erstmal. Erstmal kurz Sachen abchecken hier. Alter, Nemesis. Nemesis lebt ja immer noch. Oh Gott, ich habe nicht mehr so viele Muni. Muni, 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 Muni. Oh, warte, das können wir wegpacken, wegwerfen. Ja, ich hätte vielleicht auch. Das habe ich das aus Versehen gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, wir laufen jetzt erstmal. Pistolenmunition, immerhin etwas. Wir müssen ein paar Sachen jetzt mitnehmen. Oh, was ist das hier? Uhrturmbroschüre. Der Uhrturm St. Michaels. Michaels. I don't know. Der Uhrturm St. Michaels ist ein Gebäude im Barockstil, das im Herzen von Raccoon City steht. Er ist zu einem geliebten Wahrzeichen geworden und gilt vielen Bürgern als Symbol für die ganze Stadt. Die Kirche St. Michaels erbaute diesen Turm 1908 mit der Hilfe mehrerer Philanthropen. Er ist den Kindern gewidmet, die in den der sich entwickelten Stadt geboren wurden, und das Erzgeschoss wurde lange Zeit als Grundschule genutzt. Die Stadt sah weiteres Wachstum durch die rasche Elektrifizierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und die St. Michaels Grundschule schwoll auf über 600 Schüler an. Leider wurde St. Michaels Grundschule 1978 geschlossen, da das Gebäude anfing, altersbedingt Schäden aufzuweisen. Die Uhr wurde geschoben und es wurde strenge Zutrittsbeschränkungen für das Gelände erlassen. Jahrelang war das einst so geliebte Wahrzeichen und der Platz davor abgesperrt. Aber in den 1990ern arbeitete die Umbrella Corporation zusammen mit dem Bürgermeister Michael Warren daran, die Gegend zu renovieren und wieder zu eröffnen. Dieses Mal sollten angemessene Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Uhrturm wurde 1993 offiziell wiedereröffnet und der Klang der schweren Glocken kann heute wieder in ganz Raccoon City gehört werden. Okay. Bevor ich weitergehe, die ganzen Sachen mitgehen lassen. Wie zum Beispiel das hier. Ups. Ja, ein Kraut. Hab ich ja gerade was gesehen? Ne. Ich habe gerade aus Reflex kurz. Ne? Ihr versteht schon. Jo. So, hier ist sonst nichts. Vielleicht im Auto dort. Aber ich habe die Befürchtung, wenn ich jetzt da lang gehe, so, ne? Und hier lang, ne? Dass da ich da angegriffen werde. Und darauf habe ich Messer null Bock. Hier kann ich es leider nicht aufmachen.
ungünstig. Aber hier, hallo. Fuck. Ich muss das aufschießen, es tut mir leid. Und jetzt habe ich alles hier, na toll. Na dann, kombinieren. Ich muss vielleicht ein paar Sachen in die Kiste reinpacken sollen, ne? Nun. Kurz nochmal hier schauen. Hier ist nichts. Okay, wir müssen jetzt hier hoch. Oh, bitte kein Nemesis. Ich hab Angst. Oh, warte mal. Das Spiel auch ein bisschen leiser stellen. Bei mir zumindest. Oh. Da leuchtet es doch relativ. Oh. Da ist er. Er brennt und stirbt nicht. Wow. Aber er nimmt Schaden. Sicher? Carlos, respond. Yeah, what's up? We didn't make it. The train derailed. Derailed? Was anyone hurt? No, everybody's dead. Mikhail, everybody. Oh, shit. Nikolai left us to die. Wait, what? What the fuck? Whoa. It's back! Oh. Lauf, Jill! Oh mein Gott! Rill! Lauf, Jill! Steuere ich sie überhaupt? Nee, ja doch. Ich steuere sie schon. Ich konnte nur nicht lenken gerade. Oh mein Gott, lauf! Alter! Schöner Dodge. Wow. Alter! Ich hab doch keine Muni mehr, ich hab auch kein Messer mehr. Ich muss jetzt einen Bosskampf liefern. Die Kreatur wieder besiegen. Alter, dein Ernst? Was? Ich hab doch nichts. Junge, womit soll ich kämpfen? Ah, nach Muni suchen. Muni, 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 Muni. Ja. Ah. Ach, ich na toll. Nein. Ah, warte, warte. Nee, 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 nee. Sorry. Aber wir müssen das komplett von vorne machen. Denn wir brauchen jetzt die Waffe. Wir haben keine Chance ohne die Waffe. Wir haben jetzt noch nicht so viel Platz. Sorry, dass ich das jetzt so machen muss, aber wir brauchen das jetzt einiges. Verstauen wir die Scheiße mal, auch wenn wir nicht brauchen. Verstauen. Das war jetzt gerade ein bisschen ungünstig, dass ich da jetzt alles gebraucht hätte. Zack. Die Pistole brauchen wir jetzt da eher weniger. Deswegen pack ich die weg, weil wir brauchen sehr viel Money. Money, Money, Money. Packen wir das auch schon mal weg, weil wir kriegen ja gleich was. Ich muss jetzt leider das echt wieder von vorne machen. Wir nehmen lieber ein Erste-Hilfe-Spray. Obwohl, nein. Das geht schon klar. So, wir haben Einschießpulver. Ja. Einschießpulver. Okay. Weil wir müssen da jetzt gleich... Ne, ihr versteht schon, Freunde, ne? Ihr versteht schon. So, deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Nicht erschrecken, wir wissen ja, dass jetzt ich von hier komme. Direkt durchsprinten, ich vor allem, weil da keine... Wow, was? Dein Ernst? Jawohl, fuck. Nein, egal. Ist mir scheißegal. So, wir klettern jetzt hoch. Klettern jetzt hoch. Sammeln jetzt wieder alles auf. Muss mich direkt heilen, ne? Ja. Spaghetti, heilen wir uns. Er lebt immer noch? Ja. Ja, ja, ja. Das wissen wir schon. Der Kreatur entkommen? Nein. Wir werden der Kreatur nicht entkommen. Pistolenmunition hier. Da erstmal das Kraut. Wir hatten noch das Rot hier irgendwo, ne? Ich habe jetzt nicht so viel Heilung dabei, aber ich habe auch nicht so viel Platz.
Das ist halt ein bisschen beschissen. Kann ich das wegrollen? Ne. Na dann, Entschuldigung. Hier ist das rote Kraut. Direkt erstmal kombinieren. Oh, hallo. Aber das kann ich jetzt nicht zerstören, weil Munition ist mir gerade sehr heilig. So, diesmal aber, diesmal. Treiben wir nochmal die Katze. Bitch can't even swim. Carlos, respond. Yeah, what's up? We didn't make it. The train derailed. Derailed? Was anyone hurt? No, everybody's dead. Mihail, everybody. Oh, shit. Nikolai left us to die. Wait, what? What the fuck? Get back! Low, lauf, Jill. Diesmal nochmal. Diesmal sind wir aber auch vorbereitet mit dem Granatwerfer. Oh, ich stecke fest. Jawohl. Wir schießen jetzt aber nur mit Granatwerfern. Nachladen, nachladen, nachladen. Oh. Oh. Jawohl. Wir halten einfach alles drauf. Junge, ist ja auch tanky. Brandgranaten, los. Der mag kein Feuer, das wissen wir. Aha. Muni, 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 Muni. Jawohl. Komm schon, ihr Kollege, stirb. Wow, Sprintschild. Oh, hallo. Jawohl. Der brennt nicht mehr. Aber jetzt wieder. Verdammtes Biest. Oh, was für ein Schrei. Hat er schon aufgegeben? Nein, der gibt noch nicht auf, ne? Ja, der ist wieder. Oh. Ich warte mal, bis er aufhört zu brennen. Uiuiuiuiui. Oh, what? Was macht der? Was macht der? Muss ich jetzt abschießen? Ich weiß nicht, ob ich ihn abschießen muss. Na komm. Ich halte mit Schrumpf, oder? So. Ich halte nicht mehr so viel. Ja. Fuck, nachladen. Ich habe nicht mehr so viel Muni. Muni, 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 Muni. So. Ich brauche aber auch mehr. Mehr Granaten. Ja. Ich weiß schon wie. So. Los. Komm schon. Junge, der lebt immer noch. Oh. Ich hab halt keine Muni mehr. Habe ich noch irgendwas? Warte. Oh fuck. Ich hab legit nichts mehr. Ich hab noch einen neuen Schuss davon. Ich hab kein Messer. Oh. Ja, alles gut. Wie viel HP habe ich noch? Nehmen wir das hier.
So. Wir haben doch noch Munition. So. Ich hätte sie aber gerne diese. Oh, was? Kombinieren. So, Minengranaten. Oh. Los. Nein. Los, 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 los. Nein, ich wollte. Oh, scheiße. Ich hab noch genug HP. Tja. Oh. Wie viel der auch aushält. Oder muss ich ihn ins Wasser fallen lassen? Nee, geht ja nicht schlecht. Ich weiß nicht mal, wo ich ihn fallen lassen muss. Was? Nein, Schuss verballert, egal. Tschüss. Komm schon, Alter. Wie viel noch? Der hält so viel aus. Ich habe nicht mal so viel Munition mehr. Muni, Muni, Muni. Oh. Ja. Endlich. Boah. Das war knapp, du. So, erstmal alles hier mitnehmen lassen. Dafür muss ich leider jetzt Schrotflinte verwenden. Einmal. Wir nehmen einfach jetzt alles mit. Wie viel Pistolenmunition haben wir dann? 47. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Direkt erstmal kombiniert. Haben wir noch was hier? Ja. Da, rechts von mir. Ja. Wir haben noch einiges. Schauen wir mal alles uns an, bevor wir hier weggehen. Ne? Sie verstehen schon. So, hier ist nichts. Komm schon. Bestimmt ist hier noch was, ne? Irgendwas. Als ob das hier schon alles wäre. Irgendwas finde ich doch bestimmt noch. Oh, fuck. Ich wollte hier nicht lang. Fuck. Geh zurück, Jill. Ich bin noch nicht fertig. Kann man nicht seinen Kopf wegballern? Oh, Lord. Wow. Oh. Oh. Interesting. You've done me a big favor, Miss. Ist nicht so gut, verlassen Sie den Uhrturmplatz. Ungefähr einen halben Tag später. Oh lol. Jill! Hey, answer me. Damn, ja. Tyrell, do you copy? What's going on? Jill's been infected. I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Bard can save her. All right, I'll meet you there.
hang in there, Super Cop. I got you. Ich auch. Die sind so cool. Leon, schade. Einige Sachen mitgehen. Oder was? Das sind ja meine Sachen. Ach so, nee, nee. Ah, okay, nevermind. Ich kann das Impfstoff bei ihr dann einsetzen. Junge, verdammt nochmal Nikolai. Verdammter Wichser, Alter. Verrät er uns zum 20. Mal gefühlt. 20. vor allem. So, erste, ja, perfekt. Passt schon. Speichern wir. Und retten wir Jill, Alter. Wir lassen dein Schild sterben, ich bitte dich. So. Tyrell, wo ist Bard now? Gotta be the lab in the back. Stay frosty, I'm on my way. Copy. I'll go on ahead. Okay, hier ist was. Erstmal mitgehen lassen, was sie auch ist. Huch, einen Moment. So. Hast du gerade was geschickt, oder? Geschrieben bei Discord? Ich habe irgendwas noch aufleuchten sehen. So, da. Das ist das. Zweitens. Sturmgewehrmunition. Da haben wir alles, ne? Ja. So. Hier ist auch einigermaßen viel Blut, ne? Oh nein, sag mich, dass du tot bist. Okay, nee, das bist du nicht, oder? Weg mit dir, Alter. Scheiß Polizei! So. Aha. Na. Alter. Bleib wieder sprinten wollte. So, weg mit dir. Wieder dort noch sprinten wollte. What the fuck? Wir haben kein Dietrich, okay. Spencer Memorial Broschüre. Willkommen im Spencer Memorial Hospital. Das Herz der Gesundheitsfürsorge Raccoon City ist die Spitze der Wissenschaft. Warte mal kurz. Das Spencer Memorial Hospital wurde von der Spencer Foundation akribisch geplant, um tragende Säule der medizinischen Versorgung in der Region zu dienen. Neben unseren hochmodernen Ambulanz und der geräumigen Bettstationen verfügen wir über eine der größten Forschungsstationen des Landes, in der wir klinische Versuche mit neuen Medikamenten durchführen, die die Medizin in den Vereinigten Staaten auf der Welt reformieren werden. Daubt. So, einen Moment kurz, Bruder. Gucken wir mal deine Sache jetzt an. Weil du hast ja was geschickt gehabt. Oh, du hast vor ungefähr einer Stunde angerufen gehabt. Sorry, habe ich nicht bemerkt, glaube ich, oder gehört. Scholli. So. Hier ist, haben wir noch was. Natürlich. Na dann. Nein! Bam, Junge! Faust aufs Auge!
So. Perfekt. So, was kriegen wir hier? Oh, hier haben wir Rotkraut. Sehr schön. Jetzt haben wir auch einiges wieder. Ja, perfekt. So, dann gehen wir hier durch. Wieder mit der Waffe hier. Nochmal, da ist etwas. Hier ist einiges abgesperrt, aber hier ist auch eine Kiste, die wir noch nicht öffnen können. Können wir einfach von Jill irgendwie, ne? Ihre Dietriche mitgehen lassen. Oh, da ist eine Kiste auch. Irgendetwas greift mich hier an, ne? Dann schreie ich. Natürlich. Na. Ach, weißt du was? Oh. So. Hier ist nichts, ne? Ne. Hallo. Welcome to the office of Dr. Nathaniel Carr. Was ist ein Rekorder? Please state your business clearly into the intercom. Ah, okay. Pfleger Tagebuch 25. September. Jeden Tag bringen sie weitere von diesen Patienten mit der rätselhaften Krankheit. Die Beruhigungsmittel stoppen ihr Delirium nicht. Deshalb müssen wir sie in Zwangsjacken stecken und sie in den Isolationsflügel transferieren. Das Problem ist aber, dass die Isolationsflügel bereits aus den Nähten platzt. Der Direktor hat uns befohlen, jedem mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen. Aber was erwartet er von uns? Sollen wir ihnen eine gute Besserung wünschen? Wir haben keine Heilungsmethode. Und das ist noch nicht alles, was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht von normalen Bestattungsdiensten, mitgenommen. Man hat uns gesagt, es sei eine Sonderabwicklung, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen alles abkaufe. Miranda hat gesehen, wie einige Typen nachts eine Leiche durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? So. Hier haben wir noch was. Irgendwas können wir noch mitgehen lassen. Ich schaue mich mal um. Vielleicht auf der linken Seite hier. Das Kraut. So, dann probieren wir mal das hier. Dr. Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this? Ja, dachte ich mir gerade eben auch. Ups. Dann benutzen wir mal das hier. Na. Brauche ich jetzt extra eine Kopfhörer dafür? Sie müssen eine Kassette. Ach, eine Kassette brauche ich. Upsi. Natürlich. Ich dachte, da wäre schon was drin. So, komm. Erschrecke mich. Ja. Ich höre schon was. Komm. Speis. Nicht weniger. Bup. Oh fuck. 3 Schuss. 4 Schuss. 5 Schuss. 5 Schüsse überleben wir also. Oh, der hat schon gesessen. 3 Schuss. 4 Schuss. 5 Schuss gegen den Kopf. Dann bleiben wir mal hier dabei. Alter, warum hat's geleckt auf einmal? Wow! Oh lol! Da ist er ungünstig hier gerade. Bam, Junge! Schnell zurück, Platz gewinnen und jetzt. Fuck, Ziel. Na, upsa. Na? So, jetzt aber. Links von mir ist noch einer. Ja, wo ist der? Was?
So. Das war jetzt ungünstig. Noch will ich es nicht verwenden. Kann ich ihn töten? Ne. So. Ich kann jetzt hier links lang. Obwohl, der hält sich, ne? Ich nehme das Blitzes mal und nehme das hier mit. Und hierfür habe ich keine Karte. Gut zu wissen. Hier liegt noch was, okay. Habe ich etwas übersehen? Hä? Anscheinend ist hier noch was. Ich sehe gerade nichts. Hier etwa? Ja, die Tür geht so oder so nicht auf, das weiß ich. Kann ich das wegrammen? Ne. Ich sehe legit nichts mehr, ne? Naja. Vielleicht später mal. So, jetzt sind wir hier auf der Seite. So. Vorsicht. Immer gucken, ob hier jemand irgendwo sich versteckt. Was? Na, nee. Okay. Das ist interessant. Dann brauche ich ja etwas. Oh, da geht's lang. Okay, never mind. Hier geht's lang. Wow. Was? Ich habe nichts gesehen. Ist das Monster hier runtergefallen? Ich habe gar nichts jetzt mitbekommen. Hoffentlich stehst du nicht. Oh. Hier geht's gar nicht so gut. Ich sehe schon. So, jetzt sind wir hier. Eine Etage weiter oben. Verdammt, Alter, was denn hier passiert? Alles voller Blut. Ich muss jetzt unglaublich vorsichtig sein. Rechts ist eine Sackgasse, links ist eine Tür. Und ich werde gleich schreien. Oh. Oh. Du stehst so auf. Was höre ich denn? Ja, was höre ich doch? Habt ihr auch gehört, ne? Als ob jemand so ein Spray leicht schütteln würde. Ah. Und wieder rein hier. Oh Gott. Nichts hier. Auch nichts hier. Oh. Pistolenmunition. Gut zu wissen. Scheiße. Ich fühle mich gerade wieder unwohl. Alter, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie kommt mir das Spiel hier viel, viel enger vor. Wir gehen mal nach links. Was ist das? Karte des Krankenhauses. Ja, perfekt. Aktenraum, okay. Oh, jawollek. Das tut gut. Speicherraum. Oh. Dicker Tagebuch, 27. September. Wir haben mehr als 20 Patienten mit der rätselhaften Krankheit aufgenommen. Patienten im Isolationsflügel zeigen schwere Nekrose der Extremitäten. Fieber, musitierendes Delirium und ein Anzeichen von Hyperphagie. Möglicherweise eine Infektion. Haben alle Antiseptika ausprobiert. Immer noch keine Blutergebnisse vom Forschungsflügel zurückbekommen. Noch einmal nachfragen. Und einen Schluck aufbekommen. Dr. Young wurde gebissen, als er einen der Patienten behandelte. Wir haben die Wunde desinfiziert, aber sein Fieber lässt nicht nach. Nichts zeigt Wirkung. Mittlerweile ist in der Ambulanz reinste Anarchie ausgebrochen. Die Patienten delirieren und werden zunehmend gewalttätiger. Ach, ja. Wir haben auch die Mitarbeiter bestellt, die dienstfrei hatten. Jetzt heißt es alle Mann an Bord. Wir müssen dieses Chaos eindämmen. Ja, die berichten alle einfach alle von den Krankenanfängern.
des Virusausbruchs. Mich ganz ehrlich, hört sich an wie die Corona-Zeit. Da taten mir alle Pfleger auch leid. Die hatten halt echt. Ist nicht einfach, muss man ehrlich sagen. Da muss man ehrlich sein, die hatten es nicht einfach. Die Armen. So. Wir haben noch etwas hier, das wir eventuell aufsammeln können. Sturmgewehrmunition, perfekt. Noch etwas. Grünes Kraut. Jetzt haben wir alles. So, wir haben jetzt 5 Heilungen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da machen wir es mal so. Obwohl, eins nehmen wir mit und das so. Okay, dann speichern wir wieder hier. Perfekt. Oh, schön die Hand geknackt. Ich mag das so sehr. So. Okay, wartet. So. Dann gehen wir mal wieder zurück, nicht wahr? Ich bin so nervös. Einen Moment. Kurz was überprüfen. Ja, cool, waschen, ne? Mir anschauen. Aber mein Tablet ist halt sehr langsam, leider. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich muss mir irgendwas Neues kaufen. In der Zeit können wir uns ja ein bisschen weiter begeben. Ganz nach geradeaus und dann nach links. Während mein Tablet ladet. Ja. Gut zu wissen. Okay. Alle Informationen, die ich haben wollte. So. Jetzt. Vorsicht. Station und Belegschaftsraum. Okay, hier sind Zombies. Oh, Taschenlampe, endlich. Gerade jemand hat es nicht eingeschaltet. Das ich? Ja, kann sein. Okay. Tief einatmen. Hier werden aufstehen. Der will aufstehen. Ola. Was für das? Ich traue der ganzen Sache nicht. Einige werden von denen aufstehen. Nein. Nein. Auch nicht. Werde ich den nach meinen Schüssen auf. Lega-Tagebuch, 29. September. Wir haben es versucht, ich schwöre bei Gott, wir haben es versucht. Aber es gibt nichts mehr, was wir machen können. Das Chaos ist komplett außer Kontrolle. Die Opfer kommen jetzt in Scharen und sie sterben und verbreiten die Infektion schneller, als wir sie erreichen können. Wir haben alle Versuche aufgegeben. Diejenigen von uns, die nicht infiziert sind, haben uns hier verbarrikadiert. Wir können die Hilfeschreie oder draußen hören, das Kreischen, aber niemand von uns will da rausgehen. Denn das wäre unser Ende. Ich kann nicht glauben, dass wir unsere Patienten aufgegeben haben. Das ist die schlimmste Sünde eines Krankenpflegers. Ich kann nicht aufhören zu zittern, aber ich will leben. Ich will leben. 21 Uhr. Wir haben einen Helikopter über uns fliegen gehört und sind uns sofort in die Arme gefallen. Wir dachten, ein Rettungsteam sei unterwegs. Aber dann entfernte sich das Geräusch wieder und das Einzige, was uns geblieben ist, ist das Gestöhne der Toten und die stillen Schreie in unseren Herzen. Wir verlieren hier alle langsam den Verstand. Dr. Yang, Ariana, Miranda, Dakota, es tut mir so leid, dass ich euch nicht retten konnte. Etwas kommt. Hilf. Oh. Vielleicht Nemesis. Da ist was. Noch ein Schloss. Oh. Nichts ist hier. Als ob. Niemand steht auf. Noch mehr Sturmgewehrmunition. Die stehen hier alle nicht auf. Vielleicht. Es kann auch sein, dass jemand da gleich dahinter jetzt auf uns wartet. Nehmen wir von der Verwaltung.
Regeln zur ID-Card. ID-Karten dürfen das Krankenhausgelände unter keinen Umständen verlassen. Nach unseren Sicherheitsvorschriften müssen alle Mitarbeiter ihre ID-Karte in ihrem persönlichen Schließfach verstauen, bevor sie nach Hause fahren. Vielen Dank, die Verwaltung, 20. September. Schlüssel der Umkleide vermisst. Der Schlüssel der Umkleide ist verloren gegangen. Die letzte Person, die ihn hatte, hat ihn womöglich im Innenhof verloren. Bis er wiedergefunden wird, wird im Büro der Verwaltung ein Ersatzschlüssel aufbewahrt. Bitte melden Sie sich bei der Verwaltung, um ihn am Ende ihrer Schicht auszuleihen. Die Verwaltung, 24. September. Oh. Natürlich. Sonst ist hier nichts. Nee, ich sehe hier gerade nichts mehr. Das war's hier. Okay. Mehr gibt's hier gerade nicht. Deswegen gehen wir zurück. Und besorgen uns den Schlüssel aus dem Innenhof, damit wir die ID-Karte dort kriegen. So, nach rechts. Boah, Krankenhäuser, ne? Oh, schon gruselig. Wir müssen auch irgendwie in den Innenhof. Hier. Da unten. Oh, ich bin so nervös. Ich höre da was. So null Bock drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Und das ist von der Großschwesternstation. Oh. Oh, nice. Ich dachte, man kann es untersuchen. Wir sind mal runtergesprungen. Taktischer Griff Sturmgewehr. Nice, direkt kombinieren. Jawohl. Da können wir jetzt die ganze Zeit rüberspringen, ne? Okay, perfekt. Hey, alter Carlos. Mhm. Gefällt mir. Und da ist der Schlüssel. Jawohl. Jetzt haben wir keinen Platz mehr. Aber ist hier auch in Ordnung. Wo sind wir hier? Okay. Samulok. Sehr schön. Dann machen wir jetzt hier die Tür auf und gehen wieder die Treppe hoch. Sollten wir irgendwas zurücklassen? Wir haben 4 Heilungen gerade. 4,5 sogar. Ich gehe mal wieder zurück. So. Was hier oben? Da, ganz hinten. Da müssen wir vom Dach rüber. Wow! Der lebt ja immer noch, was? Alter! Was? Alter, ich dachte schon noch. Der lebt noch. Okay. Nicht unterschätzen. Auf zum Aktenraum. Ein paar Sachen verwahren. So. Das können wir verwahren. Und das können wir verwahren. Und das können wir verwahren. Wenn wir mehr Platz haben. So. Wir gehen jetzt wieder hier hin. Zur Belegschaft. Wow. Und ich stehe jetzt 100 Pro auf. So, erstmal hier gucken. Ob die mit dem Schlüssel aufgeht. Nee. Okay. Aber hiermit. Brauchen wir noch den Schlüssel? Nö. So, hier sind die Sachen wahrscheinlich vom Doktor, ne? Nichts. Nichts. Landgranate nehmen wir. Wow! Alter! Warum verstecken sich immer wieder in Schränken? Zu tot? Ich hasse das Krankenhaus. ID-Card. Ja, sehr schön. John Ralph.
Orthopädik Doktor, okay. Sehr schön. Und hier haben wir jetzt alles. Gut, ich schaue trotzdem mal nochmal, ob wir eine Information hier finden oder so ähnlich. Nice. Und steht, jetzt stehen die auf, ne? Einer steht auf. Krass. So, wir brauchen noch einen Schlüssel. Ah. Ja, jetzt gehen wir wieder hier hin. What? Nein. Was bist du denn? Nemesis? Ja, oh nee, die. Nee, sind das die Kröten? Nee, das ist was anderes. Oh. Jawohl, Junge, weggefaustet. Ja, Mann. Junge. Los. Weg mit dir. Nein. Bam, Junge. Schnell nachladen. Bam, Junge. Alter, wie geil. Jesus Christ. Okay, ich liebe Carlos. Junge, der faustet die einfach weg. Der ist auch so krass stark. Guck mal, oh, der sexy Boy. Aber das war nicht der einzige 100 Pro. Wie viele Schüsse haben wir davon? Nicht so viele. Bleiben wir noch beim Sturmgewehr. So. Ne? Hier lang. Jetzt greifen mehrere an. Ich bin so nervös, mein Herz. Okay. Not this way. Kann ich hier. Okay, ja, aber ich will. Es kommt von links, das Geräusch. Ich könnte jetzt zur Wäschekammer. Ich gehe mal zuerst zur Wäschekammer. Ja, genau hier ist das, ne? Im Behandlungszimmer ist ein Monster. Okay, hier geht's nicht lang. Verdammt! Verdammt! Ich werde mich jetzt erschrecken. Oh, ich kann heute doch nicht so lange wieder. Ich bin halt echt schwach. Da. Nein, das sind mehrere. Das sind mehrere. Einer bricht jetzt durch. Einer bricht jetzt 100% durch. Da die Tür und da die Tür. Verdammt. Fuck. Ich will eigentlich hier lang. Und dann zur Wäschekammer. Im Krankenzimmer sind die halt. Fuck it, los. Erstmal das hier. Ja. Notiz über Kassettenaufnahme. Dakota, ich glaube, ich weiß, was mit der vermissten Kassette von Dr. B passiert ist. Dein Forschungsassistent hat sie mitgenommen. Einer meiner Patienten sah aber etwas von einem Spind in der Schwesterstation mitgehen und damit zum Bahnhofszimmer laufen. Oh Gott, ja. Ich werde während der Nachtschicht versuchen, reinzuschleichen, um mich umzusehen. Bleib du einfach cool und mach weiter deinen Job. Mir ist egal, wie wichtig Dr. B für die medizinische Gemeinschaft ist. Diese Art von Belästigung ist nicht okay. Ich verspreche, ich lasse sie die Beweise nicht zerstören. Es ist ein Schwein. Er ist ein Schwein und ein Arschloch und er wird seine Tage vor Gericht bekommen. Bleib tapfer, bleib stark, ein Freund. Oh. Na dann. Junge, stirb! Hanky! Perfekt. Jetzt ins Behandlungszimmer. Wir haben einen Tresor hier. Wir haben ja noch. Wahrscheinlich der Tresor. Noch einer. Ja. Wirft nicht so viel. So. Ich gehe mal jetzt auf Pistole wieder um.
Ja. Hier können wir nicht durch, weil wir die Karte brauchen. Na. Na. Bleib stehen. So. Sehr schön. What? Zweimal schon. Und die lebt immer noch. In den Arsch. Ja, jetzt hast du ein drittes Arschloch, ne? Bitch. Lebst du auch? Alter, wie blutbedeckt bist du denn? Ja? Ich wusste es doch. Keine halben Sachen hier. Grünes Kraut, perfekt. Kann ich direkt nehmen. Hier ist noch etwas. Da. Eine Handgranate. Du bist tot, okay. Sturmgewehrmunition, sehr schön. Ach ne, das war Behandlungszimmer. Nicht, das ist das Krankenzimmer hier. Wir müssen aber zum Behandlungszimmer, okay. Okay, hier gibt es sonst nichts. Kein Coach oder Notiz? Irgendetwas? Nichts? Scheiße. Ich würde gerne schon den Tresor öffnen, wenn ich ehrlich bin. Aber das sei uns nicht gegönnt, leider. So. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben kein Problem. Wir haben ja... Warte. Ne, wir haben ja... Ja, die Karte habe ich vollkommen vergessen. Die brauchen wir noch, okay. Zwei! Im Behandlungszimmer sind zwei der Leute. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mehr, ob ich genug Muni dafür habe. Dafür muss ich ja dann. Schnellzugriff. Unten. Oh, fuck. Rede springen durch das Fenster hier. Verdammt, Alter. Was machst du denn gegen zwei? Ich kann die höchstens ignorieren. So. Meine Muni reicht da 100 Pro nicht aus. So, deswegen bitte mehr. Sehr schön. Nee, haben wir nicht. Karte lustigerweise auch nicht, ja. Wir brauchen einen Dietrich. Du auch noch. What the? Ich hasse diesen Sprint. Ich hasse diesen Sprint. Warum macht ihr den? Ja. So. Gut, dass ich... Ich brauche jetzt wieder ein grünes Kraut. Okay. Amulok. Sehr schön. Alter, meine Nerven sind gerade blank. Weil ich musste ins Behandlungszimmer rein. Aber ich will so ungern da rein. Bin ich ganz ehrlich. Ich könnte ja. Ist hier sonst noch etwas? Nee. Ich glaube, ich gehe mal komplett zurück. So. Behalten wir das erstmal hier. Dann nach rechts. Weil wir haben schon ein bisschen Schaden kassiert.
Und dann gucken wir mal, ob wir noch ein grüne hier. Ja, ein grünes Kraut haben wir sogar. Perfekt. Direkt erstmal dann benutzen. Was haben wir denn noch? Mach das mal so. Speichere. Und werde das dann als Abschluss noch machen, die beiden. Ich werde die einfach wegboxen. So, okay. Und dann bist du auch noch da. Sehr schön, okay. Okay. Weil meine Nerven liegen blank. Und ich muss jetzt wegklatschen. Behandlungszimmer. Verdammt. Ich glaube an dich. Danke, Jön. Ra! So. Hinter dieser Tür warten die jetzt. Der ist halt ziemlich nah. Was ich auch eventuell versuchen könnte. Das Zimmer ist riesig. Komm her, Junge! Deine Mutter! Oh, fuck. Mach Tür auf! Nein! Bleib, Junge! Das war one hit, okay. Das war sehr krass. Never mind. Vorsetzen, bitte. Das war ja one hit. Okay, ne, das war nicht so gut. Ich dachte, ich klatsche jetzt beide weg, ne? Aber ne. Vielleicht ist eine Granate besser reinzuwerfen. Ich will beide treffen. Ich brauche die auch im Chokepoint. Ich muss die Tür irgendwie aufbehalten. Verdammt, Alter, wie mach ich da jetzt das jetzt? Hätte ich irgendwie Feuerwaffen oder so, wäre es halt angenehmer. So. Nice. Oh, nicht so nice. Die sind jetzt draußen. Die kriegen zum Beispiel keine Türen auf. Oder? Meine Granate hat nichts gebracht, leider. Verdammt. Upsa, das war Reflex. Jemand? Ne. Hier sind wir drin. Okay, ich kämpfe dann von hier aus. I'm about to start One Piece. Weil Sanji. Echt? Ja, nice. Tu das. Ist eine sehr gute Serie. Oh, oh. Boom. Nein. Ich sag was. Junge. Weg mit dir. Weggepaustet. Töte. Ja! Oh fuck. Schnell nachladen. Na, wow, das ist eine Kombo. Warte, Junge. One hit wieder. One hit wieder. Aber ja, Sanji ist geil. Schon wieder One-Hit? Hast du das gesehen? Die haben mich legit One-Hitted. Ich habe mich sogar voll geheilt. Oh, okay. Aber ich werde meine ganze Muni verballern. Das ist nicht gut. Aber ja, Sanji ist cool. War für eine lange Zeit einer meiner Lieblingscharaktere. Aber jetzt finde ich ihn im Manga und Anime leider zu stumpf. Aber trotzdem noch gut. Weil die Anfangs, vor dem Zeitsprung ist alles bei One Piece menschlich gesehen perfekt in meinen Augen. Ich liebe das. So, na dann. Oh! Oder auch nicht, okay. Bam, Junge! Audiokassette. Nein!
aus, Junge. Nein! Der eine ist schon tot! Der eine ist schon tot! Nein, nicht mit mir, weg! Oh! Nun! Easy! First try! Schaut euch den an! Carlos in seiner vollen Pracht! Okay, war einfacher als erwartet. Ich habe einfach vielleicht gepanikt. Und hier war ja noch mehr Muni. Muni, Muni, Muni. So, jetzt haben wir die Kassette hier. Sonst können wir nichts öffnen, ne? Ne. Perfekt! Schaut euch an, wir haben es geschafft. Die Beine weggeklatscht. So. Bruder, Sie wissen schon, ne? Wollen Sie das vielleicht über mich gucken? Sie wissen schon, über mein Streaming. Ne? Obwohl, du hast schon Netflix, ne? Nevermind. Macht keinen Sinn, nevermind. Ich dachte, ne? Ich könnte teilen, aber geht ja nicht. Oh, Munition hier. Money, money, money. Nice. So. Wow, wow! Alter, ich hab mich erschreckt. Oh mein Gott. Oh, oh. Nein! Nein, 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 nein. Schnell, nehmen. Junge! Ja, Mann! Nein. Fuck, schon wieder! Dieser Angriff an den Hals ist ekelhaft. Zum Spiel assistieren, wechseln oder fortfahren. Nein, ich will... Kann der nicht zurückgesetzt werden? Nein. Weh, ich muss jetzt die Scheiß nochmal machen hier. Oh nö. Oh nö, nö, nö. Oh Gott. Okay, dann nochmal. Das ist ein bisschen beschissen, du. Aber woher kam der denn jetzt? Das ist jetzt natürlich beschissen. Nochmal eben. Aber wie wir jetzt wissen, ist es machbar. Vielleicht sollte ich nicht kämpfen. Und, aber die können auch rauskommen, ne? Nice, toll. Nice. Nein, ich sterbe. Bam, Junge! Schnell heilen, schnell heilen. Schnell heilen! Nein, Junge! Ich weiß was, fuck. Fickt euch. Bam, Junge. Erstens das hier. Bam, Junge. Nein. Nein. Komm, Carlos. Heilen. Los. Geschafft. Easy. Nicht easy! Nicht easy! Da kommt er. Nein! Heilen, 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 heilen! Verdammt! Los! Na schon wieder? Ich passe nicht. Was ist das? Also was ist jetzt mal ernsthaft? Was ist das? Ich habe mich jetzt gut durchgekämpft, auf einmal... Yo, fuck you bloody. Fuck. Sorry, wenn ich gerade wenig kommentiere, aber... Ich konzentriere mich halt. 3 von den Viechern. Das ist ja eine echt beschissene Situation. So. So, ich habe eine Idee. Disconnect. So, weißt du was? Los. So. Was? Greif mich so einmal an.
So, gib mir die Kasten Sturmgewehr-Munition. Nein! Und so. Komm. Bam, Junge. Schnell. Bam, Junge. Sehr schön. Weg mit dir, Alter. Pisser. So. Das hätten wir dann schon mal geschafft. Dann gehe ich zurück. Speichere dann, Alter. Ich, unten ist dann halt Tür mit elektrischem Schloss. War das dort? Ne, wo war es denn gerade? Mit Vorhängeschloss. Dass man halt, na egal, finden wir später auch raus. So, ich speichere dann mal. Bevor ich das aber tue, warte mal kurz. Bevor ich das tue. Kombinieren damit. Untersuchen. Beispiel. Nee. Huch. Nein. Nein. Fuck. Warte kurz. Oh, nö. Oh, nö. Warte. Ist es wohl noch nicht vorbei, Freunde? Wir schauen mal. Wir schauen mal. Oh Gott. Ich wollte, ich hätte doch lieber speichern sollen vorher. Ich muss die gleiche Scheiße nochmal machen, ne? Komm, sag mir, wie ich es machen soll. Komm. Kampagne. Laden. Shit. Nochmal von vorne. Na, ja. Nochmal von vorne. Egal. Wir haben es schon oft genug gemacht. So. Perfekt. Komm jetzt her, Bruder. Da. Oh fuck, der hat schnell reagiert. Bam, Junge. Lol. Nein, heil. Direkt heil. Nein. Jawohl! Junge! Hier! Boah! Was? Alter! Sein Kopf ist gerade explodiert! Das hab ich doch gerade gesehen! Hast du es auch gesehen? Sein Kopf ist gerade explodiert und er steht wieder auf! Okay. Dumme Stelle! Komm nochmal. So was will ich ungern auf Hardcore spielen, das sage ich dir. So. Die Viecher sind halt viel zu tanky in meiner Augen. Nehmen wir das hier mal mit. Natürlich. So. Weg mit dir. So. Nice. Wir können uns sogar einsparen. Perfekt.
Nein. Der Kai. Jetzt aber. Okay. Schön auf den Kopf halten, dann reicht das. Perfekt. Puh. Schisch. Jetzt wieder zum Aktenraum. So, bevor irgendetwas passiert, war ich ja richtig erstmal. So. Gut. Dann nehmen wir nochmal gemischtes Kraut. Perfekt. Und dann speichern wir nochmal. Und dann will ich diesmal sagen, ohne Abstürze, dass es heute gewesen sein sollte. Einigermaßen mache ich schon Fortschritte, wie ich finde. Wir müssen jetzt nur noch irgendwie die Schlösser mit einem Dietrich. Wir brauchen halt irgendetwas. Hier ist ja noch ein Tresor. Mit einem Code. Und ein einfaches Schloss dann noch. Aber ja. Wir müssen dann nur noch den Ort finden, wo wir. Ne? Durch können. Aber ja. Dann würde ich sagen, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.